Ich wohne hier 38 Jahre in diesem Haus im Wedding. Ich habe auch noch die Zeit vor der Wende mitbekommen. Hier waren noch Einschusslöcher im Haus vom Krieg und die ganze Gegend war ziemlich marode. Ich habe eine Modernisierungsankündigung bekommen, die meine Miete um 70% erhöhen würde. Und zwei Tage später kriegten dann drei Mieter eine Kündigung wegen Eigenbedarf. Ich wohne hier 46 Jahre, mein halbes Leben. Im Juni habe ich auch eine Kündigung bekommen wegen Eigenbedarf, dass ja dann die andere Tochter rein will in dieser Wohnung und dass die ja zusammenziehen müssen, weil einer auf den anderen aufpassen muss. Ja, nach 31 Jahren hier sein in dem Haus ist das schon irgendwie auch erstmal ein Schock. Aber das ist eben halt auch dieser allgemeine Wahnsinn, der jetzt hier in der Stadt so herrscht. Und da ist es, denke ich, da sind wir ja nicht die Einzigsten, dass es einfach ganz normal ist, dass Leute einfach so rausgekündigt werden aus ihren Wohnungen und die haben dann einfach zu gehen. Wohin, ist egal. Es kümmert sich keiner drum. Und ich finde das so für meine persönliche Zukunft, finde ich das schon sehr bedrohlich. Mir geht es sowieso nicht gesundheitlich gut. Ja, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir zumute ist. Es gibt ja auch keine Wohnung, nicht, wo man hinziehen kann oder sonst was. Was sollen wir machen? Sollen wir auf die Straße gehen oder irgendwas? Das heißt, ich werde meinen Lebensmittelpunkt verlieren, weil ja vermutlich bei den momentanen Mieten ich nach Marzahn ziehen müsste oder in Gegenden, wo noch preiswerte Mieten zu bekommen sind.